Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War. Ja, in der letzten Folge waren wir ja mit unserem Sohn unterwegs, haben unsere Frau bestattet. Es war eine Feuerbestattung und wir mussten wieder nach Hause finden. Das haben wir auch getan und mal schauen, wie es jetzt heute weitergeht. Du warst so zornig. Das Ding wollte uns töten. Und du wirst auch wütend im Kampf. Zorn kann eine Waffe sein. Wenn man ihn kontrolliert, nur dann. Aber du kannst das nicht. Verliert man... Ich war lange nicht mehr krank. Ich fühle mich besser. Na schön. Dann los jetzt. Ich soll dich schlagen? Du sollst es versuchen. Au! Warum? Versuch's nochmal. Was soll das? Zu langsam. Versuch's nochmal. Hör auf! Schwach. Nochmal. Nochmal. Hör auf! Nochmal! Dein Zorn. Er überwältigt dich. Das wird ein schwerer Weg. Und du, Atreus, bist einfach nicht bereit. Was war das? Still. Los, komm raus! Verstecken bringt dir nichts mehr. Ich weiß, wer du bist. Was will der? Kennst du ihn? Und viel wichtiger, ich weiß, was du bist. Junge, unter dem Boden. Los! Aber ich darf doch da nicht runter. Wer ist das? Ich weiß es nicht. Wovon redet er? Ich weiß es nicht. Rein da. Sag mir einfach, was ich wissen will. Die Sache muss nicht blutig enden. Ich dachte, du wärst größer. Aber du bist es, eindeutig. Weit weg von zu Hause, oder? Was willst du? Oh, du kennst die Antwort darauf doch bereits. Was immer du auch suchst, ich hab es nicht. Du solltest gehen. Und ich glaubte, dass euer Volk so aufgeklärt wäre, so viel... Besser als wir. So viel schlauer. Und doch versteckst du dich hier draußen im Wald. Wie ein Feigling. Diesen Kampf willst du nicht. Oh. Oh doch, ich denke schon. Verschwinde von... Hier. Du musst mich schon töten, damit das passiert. Ich hab dich gewarnt. Endlich. Du wolltest nicht hören. Nein. Ich bin dran. Wow. Wirklich unglaublich enttäuschend. Na dann komm. Sinnlos. War wohl nichts mit Ausweichen gesagt? Blocken auch nicht? Okay. Wo ist der hin? Du langweilst mich.
überhaupt Mühe? Du sollst blocken! Ja! Oh, der weicht aber auch nicht aus. Na los, jetzt mach schon! Ja, mach! Los! Schieß! Hau! Fuck, ey! Langsam! Mach! Los! Der ist immer so ein bisschen gestunt danach. Das ist ätzend. Wo ist der? Nein, du sollst blocken. Fuck, ey, wo ist der? Ja, bloß nicht blocken. Boah, ey. Oder ausweichen oder irgendwas. Sag, was ich wissen will. Der Schmerz hört auf. Ganz einfach. Oh. Wieso sind da drin zwei Becken? Verschwinde von hier! Fuck. Etwa einen wunden Punkt getroffen? Versteckst du? Langsam und alt. Du hättest nicht nach Midgard kommen sollen. Nein! Wollt ihr mich verarschen? Na, willst du es nochmal versuchen? Ja, du redest zu viel. Du willst nichts sagen? Na schön. Vielleicht redet ja derjenige mit mir, den du da im Haus versteckt hältst. Da muss ich drücken. Die. Okay. Find mir's heraus. Sinnlos. Ich kann meine Axt nicht nehmen. Was ist das für ein Scheiß? Was hast du zu verbergen? Dafür habe ich keine Zeit. Uh...
Ups. Okay, ich glaube, wir sind etwas angeschlagen. Habe ich hier was zum Heilen? Hallo? Hilfe? Ist der jetzt tot? Ich kann hier anscheinend nicht von weg, oder? Er greift mich doch jetzt unter Garantie irgendwie von hinten an. Oh, ich wusste es. Willst du etwa schon gehen? Oh, fuck. Als Odin mich hierher geschickt hat, brauchte ich bloß Antwort. Aber du bist einfach zu stolz. Schleudere, was du hast auf mich. Ich werde nicht aufhören. Der alte Körper wird versagen. Aber bevor ich es zu Ende bringe, solltest du eines wissen. Ich spüre überhaupt nichts hiervon. Du hast es mit deinen eigenen Augen gesehen. Du kannst mir nichts tun. Nichts kann das. Dieser Kampf ist sinnlos. Deine Gegenwehr ist sinnlos. Es hätte nicht so weit kommen müssen. Jämmerlich! Du kannst nicht siegen. Ich spüre gar nichts. Aber du fühlst alles. Und doch gibst du nicht auf. Ich bin nicht mein Bruder. Und hättest du mir gegeben, was ich wollte, hätte es nicht so enden müssen. Aber nein. Bringen wir das hier zu Ende. Du kannst mich nicht besiegen! Kann ich eigentlich runterfallen? Sieht er den jetzt nicht mehr an? Ich aber gerade fertig. Gehofft, dass du mich im Gegensatz zu meinen anderen Gegnern endlich etwas fühlen lassen kannst. Doch kannst du nicht. Ich drücke immer die falsche Taste. Scheiße.
Wer war er? Er kannte mich. Kannte er meine Vergangenheit? Wie haben sie mich nach all der Zeit gefunden? Es wäre nur schön, wenn er jetzt nicht nochmal hochspringt oder so. Weil ich muss zugeben, gerade für den Anfang. Was soll ich tun? Unser Sohn ist noch nicht dazu bereit, eine Asche zum Gipfel des Berges zu tragen. War der doch sehr krass. Nicht, wie ich das ohne dich tun soll. Weil ein Gegner, der nichts fühlt und quasi nichts zu verlieren hat, der ist natürlich besonders extrem. Jetzt ist die Frage, was ist mit unserem Jungen? Aber wir können nicht hier bleiben. Junge. Da war so viel, ich dachte... Geht's dir gut? Mir geht es gut. Komm. Hol deine Sachen. Wir gehen. Bin ich bereit? Nein, bist du nicht. Aber wir haben jetzt keine Wahl. Gib dein Bestes. Ja, Vater. Allein schon die Frage, ob er bereit ist, nur weil er unter den Dielen gelegen hat. Ja. Berg. Das wird eine lange Reise. Ja, aber eine wichtige. Wow, wie ist das denn passiert? Och, das kann ich dir auch nicht sagen, mein Junge. Ich glaube, da war ein kleiner Sturm gerade. Ja, unser Bestiarium ist aktualisiert worden und wir haben quasi eine neue Aufgabe. Wir müssen nämlich jetzt hier weg. Deswegen würde ich sagen, mache ich hier mal einen kleinen Cut und... Ja, unsere Reise, wohin sie auch gehen mag, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.